Ja, gut. Erstmal hier fett durchatmen. Ihr habt auch respawned. Dass man blockt und dann auch noch Energie verliert, weiß ich nicht. Ist auch nicht so mein Geschmack. So. Ja. Level up. Ascensor Level 4 für 560 Salz. Ah, okay. Nochmal Level up für 600 Salz. Ja, komm, hier, machen wir. Das haben wir uns verdient. Black Pearl. Haben wir also jetzt zwei Black Pearls und die können wir zum Aufleveln gebrauchen. Ja, was soll man denn hier wählen? Class 1 Defender, Wield Class 1 Shields, Gain 1 Point Willpower. Mit X kann man sich das noch genauer angucken. Ja, da kann man rauszoomen, okay. Class 1 Berserker. 1 Hammers on Access, 1 Point of Strength. Mena swung her mace, bekenned toward the Iron Helm of the last Night Raider standing. But he shifted to bring up his abomination. Crested Shield, wie auch immer, das nehmen wir. Oder was ist das hier? Eine zusätzliche Heilpotion. Hört sich jetzt nicht gerade nach viel an. Ne, komm, machen wir mal Level 1 Berserker. Fortified Strength. Das war das gleiche hier, oder? Dieses Fortified Strength und das hier. Okay, machen wir das. Obwohl, das geht dann darum, in welche Richtung, oder? Augmented Endurance. Nehmen wir erstmal das. Okay. Jetzt sind wir stärker geworden. Make Offering. Stone Blacksmith. Earth's Mount Stall Figure. In Form of Bearded Blacksmith. Grants Attack Bonus to Sanctuary Region. Machen wir mal. A Stone Merchant is... Wow, who the fuck are you? Hey, wow, 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 wow. Okay. Alles gut. Sorry. Wollte schon sagen. A Stone Merchant, a small stone figure in form of a wealthy market merchant. Und dann geht er dahin. Awesome, wir können unsere Basis aufleveln. Sword, Shields, Mail and Plate, if you need it, I can craft it. Back home, we forge fine instruments from pure living steel. What do I craft with here? Salvage, salvage, salvage. That and memories. Was hast du denn? Midshipman Dirk. Arming Sword. Arming Sword. Wo sehe ich denn meine Waffe, die ich jetzt hab? Nirgendwo? Das ist das Schwert, was wir haben, oder? Und das ist dann schlechter durch die roten Zahlen. Ist von der Genauigkeit ist es natürlich besser. Hat es ein B-Ranking und so ist halt nur C. Und leichter ist es natürlich auch. Okay, aber du kannst auch upgraden. Habe ich gerade gesehen. Unsere Rüstung kannst du upgraden. Das ist doch mal... Was machst du mit so einer Plate Mail, wenn ich die auswähle? Lock of Hair. Hä? Wo soll ich die denn herbekommen? Ihr selbst abschneiden, oder wie? Okay, geht auf jeden Fall nicht. Ich habe auch keine 250 Salz mehr. Das Schwert upgraden. Würde auch stärker machen, habe aber kein Haar und kein Salz. Keep your wits about you out there. Okay, 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 Loki. Was hast du? Can't browse my wares. This island is a cold and mysterious place. I miss the bustling markets in Ascaria. Ja, 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 das denke ich mir. Das sind meistens die Händler, die profitieren am Krieg, durch Krieg. Buy items. Flame arrow. A wooden arrow designed to deliver a fear payload to its target. Flame arrows were crucial in taming the low swarms of Cadania. Can be fired from a bow. Bringt mir also gar nichts. Bolt brauche ich nicht. Vielleicht kann mir mal so einen Bogen kaufen. Obwohl, die Wurfmesser, die ich da hatte, die haben auch unheimlich viel Schaden bei dem Boss gemacht. Claypot of Byrarian Fire. The Seep of True Byrarian Fire is closely guarded to secret. Naja, gut. Pitchfire. Apply to your weapon an odd fire damage to your attacks. Kaufe ich. Dingelingeling.
Spitfire. Habe ich dadurch jetzt ein Feuerschwert? Wie kann ich das denn applyen zu meinem Schwert? Info Equip. Dann haben wir das Pitchfire. Das jetzt hier oben auswähle mit RB. Awesome! Awesome! Genau so muss das sein. Und ich frage mich, wo geht's jetzt weiter in unserem Abenteuer? Keine Kohle mehr, kein Salz mehr. Zurückrennen ist doch sicherlich nicht die Lösung, oder? Praised! Ja, bin ich auch der Meinung. Wer stellt hier eigentlich den ganzen Pullen immer hin? View Inventory. Das ist nur der Weg zurück. Hoffentlich hält das für immer an. Mit dem Nein! Mein Schwert brennt nicht mehr! 500 Goldstücke für die Katz. Super. Vielleicht soll ich nochmal speichern. Macht er dann automatisch. Also brauchen wir diese kleinen Figürchen hier, diese Händlerfigur oder diese Blacksmith-Figur, um hier mehr Leute anzulocken. Aber Platz für zwei wären ja, glaube ich, noch, oder? Cool. Wie wäre es mit einem speziellen Waffenmacher oder so? Ja, ja, da wäre ich dafür. Habe ich das schon gelesen hier? Ach, ich blute doch nicht. Kann ich jetzt hier rein? Nee. Schade. Was war das denn? Gucken wir einfach mal, wo es weitergeht. Also im Schluss jetzt selbst wüsste ich es jetzt nicht mehr. Ja. Weiß ich. Ist aber gar nicht so teuer. Doch das ganze Gold. Nimm es doch, Jung. Hier waren wir schon. Kill Knight for Key. Ah. Habe ich gar nicht mitbekommen, dass der da, dass der einen Schlüssel gedroppt hat. Greetings, Traveler. Do you have a quest? No. That's unfortunate. Everyone needs a quest. Would you like to know about my quest? No. Naja, komm, erzähl. Excellent. My quest is to invade the castle to the east. Defeat its guardians and slay the dragon. Castle must be invaded and dragons must be slain. Mustn't they? Ja, weiß ich nicht. Ich bin jetzt nicht so der Drachen-Fan, aber eigentlich cool sind sie schon. Oh, Black Pearl. Können wir dann... können wir aufleveln. Können wir aber, glaube ich, nur in unseren Sanctuary, ne? Woodman's Axe, Cotton Trousers, Cotton Tunic. Infos mal bitte. Ja, ist unser Schwert ja besser. Auch wenn die Woodman's Axe natürlich von der Strength Scaling A, Dexterity A. Also genauer ist auf jeden Fall. Nö. Ich mag aber Schwerter. Aua! Genau auf dem Knöchel. Arrow und ein Self-Bow. Den Bogen dann hier drauf legen. Nein. Ah, vier als Waffe vielleicht. Nein. Toggle. Eine Stunde, zwei Stunden. Hä? Verstehe nicht. Na gut, jetzt haben wir zumindest schon mal einen Bogen. Das ist doch mal... Es ist ein Fortschritt. Sagen wir es so. Bundle of Souls, Soldier's Spear. Aber dunkel war es da oben. Mehr Torches. Haha! Ich habe Licht gemacht. Secret Terrifying Creature Right. Wie, der Typ da? Hallo. Hello, friend. Trinkets to sell. Trinkets for coin. Friend, I'm so happy you came along.
I gathered things, trinkets and such. Trinkets for gold, that's what I've got. Trinkets for coin. Mhm. Lock of Hair, das braucht nur 500 Gold, Mann, ey, und ich habe das Gold ausgegeben für mein Feuerschwert, was 2 Sekunden gehalten hat. Endless Fang. Mhm. Ja gut, ne, Moment mal, da war ja noch mehr Auswahl. Bolts, Flame Bolts, Torches. Beggar's Hood. Ah, bringt mir alles nichts. Aber gut zu wissen, dass es das hier gibt. Godless. Darf ich das Zeug mal kaputt schlagen? Ja, vielleicht ganz gut, dass ich da noch nicht durch kann. Wenn noch da irgendein Viech lauert. Ma! Wer bist du denn? Keine Ahnung, was es war. Jetzt ist es tot. Vielleicht nochmal tot. Man weiß es nicht genau. Okay. Geht das wirklich hier weiter? Eigentlich gedacht, ich müsste weiter nach rechts. Und zwar oben. Auf der Oberwelt. Gehen wir mal durch. Village of Smiles. Das ist doch super, wenn die Leute hier nur am Lachen sind. Oh. Das war billig. Muss ich jetzt mal sagen. Wo schleppt er mich denn hin? Ach, in meine Sanctuary. Hm. Naja, gut. Okay, würde ich sagen, mach mal an der Stelle auch einen Cut. Wollte gar nicht so lange am Stück aufnehmen. Salt and Sanctuary. Schon ein geiles Spiel, auch wenn mich der erste Boss doch ziemlich genervt hat. Man kann übrigens mit dem rechten Stick kann man auch so ein bisschen die Kamera bewegen. Ich will wissen, wie es weitergeht. Sieht spannend aus und sieht gut aus. Ja, gut. Machen wir an der Stelle einen Cut und dann geht's beim nächsten Mal weiter. Bedanke mich fürs Zusehen. Bis dann. Bye, bye.